Und ich fand aus Träume, Wünsche und versoffene Fantasien von Angelo Negro, gelesen von Kia, Teil 1. Ich kann mich nicht erinnern, woher ich gekommen bin. Ich habe das Gefühl, aus dem Nichts gekommen zu sein. Ich habe das Gefühl, plötzlich einfach da gewesen zu sein. Ich habe den Drang zu gehen. Aber ich weiß nicht wohin. Etwas hat mich hervorgebracht. Hat mich entsandt. Hat mich gerufen. Gehe hin und finde. Wie ein dröhnender Schmerz in meinem Kopf. Wie eine Verführung. Ein sanftes Kribbeln auf der Haut. Wie ein Zerren an meinen Nerven. Oder ein unstillbarer Hunger in meinen Eingeweiden. Gehe hin und finde. Vor meinen Augen eine tote Welt. Leblose Wesen, die ziellos über meinen Weg stolpern. Unter meinen Füßen verbrannte Erde, in meiner Nase saure Luft. Am Himmel bedrohliche, tiefgraue Wolken und in meinen Haaren der heiße Wind einer zerstörten Welt. Gehe hin und finde. In meinen Ohren eine Verheißung. Worauf? Wohin soll ich gehen? Was finden? Ein gelobtes Land? Gehe hin und finde. Nur diese vier kleinen Worte in meinem Kopf und die fortwährende Agonie vor meinen Augen. Sie brennen. Tränen ziehen Kanäle der Verzweiflung in den Staub, der mein Gesicht bedeckt. Gehe hin und finde. Was bin ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher ich gekommen bin. Doch eins weiß ich. Dieser unstillbare Hunger treibt mich voran. Ich will. Nein! Ich werde finden. Gehe hin und finde. Meine müden Füße wirbeln den Grund auf und der Dreck von Tod und Verderben alter Zeiten schwebt in der Luft. In meinem Kopf immer wieder diese Stimme, diese Verheißung. Es treibt mich voran. Ich schleppe mich weiter dahin, vorbei an den stinkenden Kadavern der Sterblichen, den bröckelnden Ruinen der Menschheit, den abgenagten Skeletten der alten Zeit. Immer und immer wieder diese Vision vor Augen. Gehe hin und finde.